Und weiter geht's. Und wir bringen mal Liefer weg hier. Liefer ist, nee, ist nicht richtig. Das ist nicht richtig. Die Kombination hier, die wir hier haben, die können wir nicht bringen. Also Sinon ist wirklich arg schwach, aber es ist okay, die kann drin bleiben. Wir brauchen nur jemanden, der auf jeden Fall stärker ist. Jetzt können wir tatsächlich mal Sika ausprobieren, würde ich behaupten. Oder Yuki. Sika? Die ist Level 108, die ist genauso schwach. Yuki ist Level 141. Okay, wir rapen mal eben durch die Quest da. Mit Yuki und Kirito. Ah, schön. Sie hat anständige Brustphysik. Okay, Entschuldigung. Also sie hat glänzende Haare. Interessant. Nett. Hatten die anderen das auch? Ist wahrscheinlich nicht so aufgefallen, weil die nicht so dunkle Haare haben, ne? Obwohl hier auch die Haare wieder heller scheinen. Ja, wir werden die Quest, die wir da noch haben, dass ich die doch noch alle finishen wollen. Also ich will die noch finishen eigentlich. Will heißen, wir gehen doch mal dahin, wo wir gerade hergekommen sind. Zu den bösen Level 500. Nein, natürlich nicht zu den Level 500. Obwohl, wäre schon ziemlich witzig, mal mit Kirito zu gucken, ob wir den Level 500er schlagen können. Aber ich befürchte mal, vorher sterbe ich. Ihre Flügel sind, naja, man könnte sagen, unscheinbar. Das ist okay. Es wirkt teilweise so ein bisschen so, als hätte sie gar keine Flügel. Also wenn man so fliegt, dann sieht man sie. Wenn man so fliegt oder gar so, sieht das so aus, als hätte sie fast gar keine. Was halt ein bisschen schade ist, aber vollkommen in Ordnung. Also es passt zu Yuki in dem Sinne eigentlich. Ich weiß tatsächlich nicht, welche Flügel sie im Anime hat. Oder hat sie im Anime Flügel? Doch, muss sie ja, oder? Ich habe gerade ein Loch in meinem Gehirn, wo alles Wissen diesbezüglich hineingeflossen ist. Wo bin ich denn jetzt hier? Wo ist denn meine Lieblingsstelle hier mit den ganzen... Schön unter den Rock gucken hier. Was ist... Nee. Komm, geht weiter. Ist das nicht hier? Hier sind Lobbys. Falsch. Da ist die Begrenzung von dieser Area. Hier. Gut, da sind wir wieder. Wir rächen uns jetzt. Und sagte er und... Okay, Kirito macht das. Okay. Yuki hat einen harten Stich nach vorne. Wow. Also hat einen großen Stich nach vorne. Oder eine... Die macht ja Schaden. Holla. Ich weiß, sie ist viele, viele Level über. Das ist mir bewusst, dass sie viele, viele Level drüber ist, möchte ich behaupten, meinen. Aber, Moment. Was hat sie auch für ein Schwert an? Was? Was hat sie denn da bitte für ein Schwert an? Das ist ja unmenschlich. Ich weiß immer noch nicht, was dieser Unionsbuff bringt. Also, mittlerweile weiß ich, wie man ihn einsetzt. Also, wenn er voll ist, ich weiß mittlerweile, wie man ihn einsetzt. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was der eigentlich bringt. Oder warum? Nein? Nein? Oh Gott. Also ja, Yuki ist viel, viel stärker, aber das könnte natürlich auch an halt, wie gesagt, an der... Natürlich an dem Leveling. Das möchte ich hier natürlich nicht leugnen. Wir haben die Quest hier übrigens fertig. Ich würde tatsächlich mich gerne mal diesen Level 500 probieren. Oh, was ist das denn? Moment, was ist das für ein Skill? Okay. Das ist nicht so das Wahre. Also nicht so das, was ich jetzt unbedingt haben will. Wo ist der denn? Der ist hier hinten irgendwo, der Level 500er, ne? Also.
Hau mal da drauf. Ich will den Level 500er bieten. Hohoho, geht aber auch Schaden. Oh, man kann den töten. I think I can beat him. Ich glaube, den kann ich töten. Ich versuche jetzt mal, mich einfach mal mit 500er anzulegen. Ich finde das interessant. Wow, wow! Moment, select Dings. Was ist aber... okay. It's possible. Du bist ein Level 500. Oh shit! Oh! Dein Boss klopft. Ich muss mal eben... noch so einen Trank einsetzen. Ich will den töten. Ich will den bieten. Der ist Level gerade bei Level 5. Okay, Rito, ich hoffe, du kannst dich selbst heilen. Nicht jetzt in die da rein. Nein, 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 das ist schlecht. Haben wir. Oh, das, die Level-Ups, die regen nur noch rein. 5000 Joule. Nein, nein, ja. Das war's. Hätte ich mehr erwartet, aber gut, okay. Also dafür, dass der Level 500 war, können wir den einfach mit Yuki auf Level 145 oder was? Und Kirito 128 einfach mal eben umbürsten. Also umbürsten, okay, umbürsten ist falsch, aber... F, okay. Level 500er, no problemos. Also Yuki gefällt mir. Yuki ist natürlich ziemlich stark. Das ist, ja, klar. Aber auch die Angriffe, also die Dreier-Kombo, die schnelle. Außerdem ist sie schnell am Angreifen. Das gefällt mir sehr. Yuki ist auch eine, die ich sehr gerne spielen möchte. Also sehr gerne spielen würde. Mit der Stichattacke müsste ich halt noch ein bisschen klarkommen. Nein. Oh, scheiße. Alter. Okay, ja, witzig. Geht gern. Aber ja, Yuki ist ziemlich cool. Also Yuki mag ich. Yuki ebenfalls akzeptiert als kann man gerne spielen. Wie gesagt, im großen Salz wird es wahrscheinlich Kirito werden, aber na gut, was soll ich machen? Das Sinon dabei ist, merke ich überhaupt nicht. Ich muss gestehen, ich merke überhaupt nicht, dass Sinon dabei ist. Keine Ahnung. Merke ich nicht. Also, ja, merke ich nicht. Ich kann mal die Quests abgeben. Also müssen wir jetzt eigentlich wieder zwei Quests haben oder so. Defeat 10 Alp. Die grünen Dinger, die sind sogar eine Quest. Ah. Okay, ich brauche da jetzt eigentlich ehrlich gesagt gar nicht reingehen. Ich brauche die ja jetzt nicht abgeben. Gut. Nächste Person. Ich werde jetzt noch einen Tamer ausprobieren, dann lassen wir das, glaube ich, erstmal für jetzt so vor. Oder mache ich jetzt hier alle durch. Ich würde es gerne sehen. Die wollte ich schon mal ausprobieren. Ich möchte die gerne nochmal ausprobieren, bitte. Die anderen können gerne, obwohl... haben wir noch irgendwen nicht dabei gehabt? Wen vernachlässige ich hier gerade komplett? Wen hatten wir noch nie dabei? Wir hatten alle dabei, außer Silica, richtig? Kann ich auch eine Party mit mir alleine machen? Ich glaube ja. Auch interessant. Silica! Da spielen die Brustphysics auch nicht so eine Rolle. Aber ich find's witzig, wie sie immer, wenn sie steht, einfach die Hände vor die Brust nimmt. So nach dem Motto, guck mich nicht an! Entschuldigung. Ich mag Silica, also auch im Anime, ich mag Silica. Ich find Silica ist nett und süß und schnucklig und wirkt im Anime ein wenig unschuldig.
Und immerhin erinnerte sie Kirito ja an ihre Schwester, an seine Schwester. Gott, an ihre Schwester, was zum Teufel. Silika, so wie ist jetzt... Sie hat einen Decker, richtig? Bevor ich, hätte ich jetzt vielleicht in der Stadt machen sollen. Okay. Passt okay, das Ding in Decker ist okay. Was hast du für Skills? Halt, stopp. Fading Edge, Quick Throw. Flings your Quick Throw. A Quick Slash Forehead Combo, okay. Was haben wir hier? Healing Breath. Have your familiar use its Healing Breath. Aha. Interessant. Und Lightning Breath. Okay. Hat sie anscheinend auch schon mal eingesetzt. Anscheinend hatten wir sie doch einmal kurz dabei. Die Flügel mag ich. Wie gesagt, die Flügel finde ich cool. Finde ich schön. Die funktionieren, ja, die sind okay. Die einzigen, die wir tatsächlich bis jetzt negativ aufstoßen, sind die von den ja, Tech-Typen. Also von Scheiße. Wenn man 20.000 Namen im Kopf hat, ne? Die von Lisbeth und hatte doch noch jemand zweites hier, oder? Wenn ich mich recht entsinne, gibt es noch eine zweite Person, die gleich ist mit Lisbeth. Was ist denn das? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich hab's vergessen, ich hab's verdrängt. Wenn ich mich nicht täuschen müsste, irgendwo. Das sind die normalen. Das sind die normalen. Nee. Wo sind denn die Grünen? Die müssen eigentlich hier irgendwo sein. Tatsächlich, da. Wie viel Schaden macht sie denn so? Okay, sie macht, also, sie schlägt natürlich extrem schnell zu, das muss man ihr lassen. Obwohl, tatsächlich mit der Stärke, doch echt schon Schaden. Ich muss tatsächlich dafür sagen, Silika ist gerade mal Level 109. Und für die Level 109 macht die Süße dann doch schon einen ziemlichen Schaden. Da ist ein Gegner. Okay, da war ein Gegner, vergiss es, Kirito ist ja auch dabei. Da muss ich tatsächlich sagen, für ihr Level macht sie doch einen guten Schaden. Meines Erachtens. Das ist nicht gerade so. Was krieg ich noch? Throne? Was ist das hier? Was seid ihr denn? Kann man euch... Das sind Wyvern. Wyvern? Sind das alles Wyvern? Tatsächlich, das sind alles Wyvern. Level 105. Okay. 192 mit Dagger werfen? What the fuck? Okay. Cool. Kirito ist mittlerweile 129. Der ist schon okay, aber das ist gut. Wie gesagt, wir müssen mindestens einen starken wirklich dabei haben, damit wir notfalls. Damit er notfalls alles alleine erledigen kann. Also, Silika gefällt mir tatsächlich, obwohl sie zurzeit anscheinend ein wenig Schaden macht, und so wie es scheint. Tatsächlich. Ich hab gerade mein Wasser geschickt. Okay, das war jetzt nicht so cool, wie ich dachte. Tina, zeig mir mal dein Lightning Rod. Macht jetzt nicht so viel Schaden. Was ist mit deinem Healing-Ding? Okay. Also Silika gefällt mir tatsächlich doch sehr gut. Also nicht so gut wie manche andere, aber sie gefällt mir tatsächlich doch echt gut. Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ja, Kirito, danke schön für das Lob. So sehe ich das auch. Du machst echt einen guten Job, Silika. Wie gesagt, sie macht scheinbar nicht so viel Schaden, aber irgendwie doch.
Warum mache ich eigentlich die Wimmern gerade? Die muss ich doch gar nicht töten, kann das sein? Was, ich habe gerade nicht aufgepasst. Wer hat gerade was gesagt? Irgendwer hat gerade irgendwas gesagt. Und es war weiblich. Shit. Das ist verpasst. Oh, verdammt. Ich habe jetzt gerade nicht drauf geachtet. Ja, Pina ist zurzeit eher ein bisschen am Zugucken, aber ja. Wir sind schon gerade kaum, wo Pina ist. Ich mag Pina auch, also. Ich mag die Attacken tatsächlich, also der Gameplay mit Pina ist tatsächlich so ein bisschen, sie kann mich heilen, also so ein bisschen so, ja, mach mal eine Heilstrahl, oh, sie kann sogar alle, die in der Nähe sind, heilen. Oh, das ist natürlich wiederum richtig geil. Aber zum Attackieren ist Pina jetzt nicht die Beste. Da war, glaube ich, der Flammenspei, die Flammenspei-Aktion von dem Begleiter von Akito. Scheiße, ich vergesse von. Ja, von. Von, ich habe vergessen, wie sie heißt. Ich kann mir ihren Namen nicht. Akira. Aki, Akiro, Akira. Die. Das ist ja eine. Ja. Die andere Tamerin. Abgesehen von Alicia. Ich glaube, da ist. Oh, shit. Das war nicht meine Absicht. Gut, interessant. Also das ist Celica. Mir gefällt mir tatsächlich besser, als ich dachte. Kommt aber natürlich nicht in die Top 5. Aber, beziehungsweise nicht in die Top 4. Ich meine, obwohl, 1, 2, 3, 4. Ja, bis jetzt habe ich tatsächlich eine Top 4. Also meine Top 4 steht relativ klar. Nee, Top 5. Meine Top 5 steht relativ klar. Darunter zählen... Die Reihenfolge ist nicht ganz klar, aber darunter zählen auf jeden Fall Yuki, Kirito, Asuna, Sakuya und Strea. Die fünf sind bis jetzt meine, mit denen ich am liebsten Gameplay betreibe. So, haben wir jetzt noch irgendwen, den wir jetzt hier unbedingt ausprobieren wollen? Klein hat wahrscheinlich ähnliche Attacken wie Sakuya. Obwohl, das ist auch nur eine Vermutung, ne? Argo! Gott, Argo. Ich meinte natürlich Argo, also... Jetzt eben nicht wusste, was ich meine. Ich meine natürlich Argo. Wir versuchen es einfach mal mit Klein. Mal gucken, ob der einen besseren Gang drauf hat als Aegil. Aber mal gucken. Probieren wir das mal aus. Das ist auch der letzte, den ich für heute ausprobiere. Der hat auch nicht wirklich einen besseren Gang drauf, ne? Der hat auch so ein... Also das Rennen sieht auch sehr... Naja... Wie soll man das sagen? Ich muss noch 15 Orks töten, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wo. Vielleicht in der Höhle. In dem einen Dungeon sind, glaube ich, Orks. Wenn ich mich recht entsinne, gibt es in dem einen Dungeon Orks. Oder wenn das Orks sind. Ich weiß es gerade gar nicht. Ja, ich... Tatsächlich, glaube ich, er hat ein ziemlich ähnliches Angriffsmuster. Ja. Er hat sogar, glaube ich, genau das Angriffsmuster, oder? Die Flügel gefallen mir, wie ich bereits sagte. Die Flügel gefallen mir, die finde ich cool. Die von den Salamandern. Was hat der hier für Zauber? Hallo? Also kann ich nicht... Ich kann nicht... Was? Der hat keine Zauber? Hat der keine Zauber? Tatsächlich. Er hat keine Magic Spells. Aber er kann einen machen. Feuerball. Also wir können theoretisch übrigens jedem irgendwas geben. Wir können natürlich jedem irgendwas geben und irgendwas leveln lassen. Also ich kann mir auch einen Mage-Kirito machen oder einen Kirito mit einer hellen Bade oder ähnliches mit, halt mit den anderen. Aber
Das, ich möchte schon, dass die Leute in den Rollen bleiben, in denen man sie auch kennt. Also das ist meine persönliche Meinung dazu. Dass die Leute in den Rollen bleiben, in denen man sie auch kennt. Also ich habe jetzt keine Lust hier groß rum zu experimentieren, Sinon auf einmal zum Zweihänder zu machen oder. Oder was weiß ich nicht was, Asuna zum Bogenschützen. Das hatte ich ursprünglich nicht vor. Aber wie viel Schaden machst du? Du bist jetzt, ja, du bist genauso wie, tatsächlich, du bist genauso wie Sakuya nur schwächer. Tatsächlich, du bist wie Sakuya nur schwächer und wesentlich schwächer. Du bist wesentlich schwächer als Sakuya, aber ja, du bist genau, du spielst dich genau wie Sakuya. Das heißt, an sich mag ich dein Gameplay, aber ich mag Sakuya tatsächlich lieber als dich, klein, tut mir leid. Beziehungsweise... Okay. Ich kann jetzt aus verschiedenen Gründen sagen, warum ich Sakuya lieber mag als klein. Also an sich... mag ich klein als Charakter total. Er bringt ein bisschen Witz auch noch mit rein. Und ist halt der... Ne? Mit Seven und der Frauen... Typ, der, also der Typ, der gerne Frauen hinterherstellt, beziehungsweise einfach nur irgendwie so Frauen interessiert ist, aber die Frauen sind nicht an ihm interessiert. Aber Sakuya, keine Ahnung. Erstens, sie ist eine Frau. Und keine Ahnung, klein ist. Die Flügel sind tatsächlich eine Sache, die für klein sprechen, muss ich gestehen. Die Gangart spricht halt aber überhaupt nicht für klein, also Entschuldigung. Das hier, ja, das sieht einfach ein wenig, übrigens haben wir da keine Orks gefunden, wem das jetzt gerade nicht aufgefallen ist. Mir ist es aufgefallen, wir sind keinen Orks begegnet. Ich werde jetzt trotzdem einfach zurück in die Stadt gehen, weil, erstens, die Zeit für den Part hier fast am Ende sind und zweitens, wir jetzt aufhören mit den Charakter-Switches erstmal. Wir werden später mit Sicherheit noch darin eingreifen. Jetzt gerade werden wir erstmal tatsächlich kurzzeitig aufhören. Denn wir haben jetzt zwei Parts fast damit verbracht, einfach mal Charaktere auszuprobieren, was ich aber auch finde, ist nötig ist und war. Allerdings werden wir uns jetzt tatsächlich erstmal eben... Moment, das möchte ich nur eben wissen. Kann ich theoretisch alleine rumlaufen? Tatsächlich, ich kann theoretisch auch alleine rumlaufen. Ich muss gar nicht alle mitnehmen. So, wen wünscht ihr euch als Dritten? Ich glaube, ich werde tatsächlich Yuki mitnehmen. Das ist zwar ein bisschen OP... Aber Yuki ist... Ich mag Yuki. Ich mochte die Story um Mother's Rosario. Also wer jetzt nicht weiß, was Mother's Rosario ist... Die zweite Staffel ist aufgeteilt in drei Kapitel. Nämlich einmal in Gun Gale Online, einmal in Calibur und einmal in Mother's Rosario. Und die Story um Yuki, beziehungsweise um Seken, ist Mother's Rosario. Und ich mag die Story einfach sehr. Wir saven mal hier. Gucken aber tatsächlich dann doch noch da hinten rein... Also in die Schmiede und gucken mal, ob wir den rostigen Schlüssel wieder unrostig säubern, zum Glänzen bringen können, was auch immer. Wir werden jetzt, wie gesagt, jetzt etwas ein wenig weiter mit Kirito spielen, weil einfach Kirito ist der Hauptprotagonist von Sword Art Online, von dem Anime und ich mag Kirito und ich mag Asuna und ich mag Yuki auch und überhaupt, ich mag die ganzen Charaktere aber auch so und auch die anderen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, ne? Wir spielen jetzt erstmal ein bisschen. Und das sieht ein bisschen besser aus als bei Klein und Aegil, die Rennanimation. Wenigstens ein bisschen besser. Und ich will ja nicht wie in Valkyria Chronicles einen kompletten Frauenkader machen. You obtain Critical Key. Okay, danke schön. Jetzt werde ich mal ganz kurz. Da gibt es eine Quest für Eggie. Elephant Item. Oh Gott, wir haben hier. Seeker's Sword. Okay. Very Mysterious Bow. Bullseye. Okay. Sinon kriegt einen stärkeren Boden. Mysterious Eggs. Ein very mysterious Rapier. Mysterious Dagger. Stinger Dagger. Kotetsu. Braucht davon irgendwer irgendwas? Asuna vielleicht? Den Rapier wahrscheinlich nicht. Ne, die hat den.
Der hat den doch an. Brauche ich nicht. Ich kann jetzt hier eine Quest starten. Die Quest starte ich tatsächlich leider noch nicht. Die werde ich gleich starten. Vorher gebe ich mal eben die Quest ab und werde den Part für heute beenden, denn es ist schon mitten in der Nacht und ich werde jetzt gleich aufhören zu spielen. Geben wir eben die Quest ab, die wir da noch gefinisht haben. Basilisken, Orks, Silkies und Gargoyles. Wir könnten theoretisch tatsächlich noch einige Sachen mehr machen. Nein, 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 wieder zurück, zurück, zurück. Okay. Einmal zu viel angesprochen. Warum fühlt sie sich denn immer angesprochen? Okay. Gut, wunderbar. Hat alles geklappt. Dann werden wir jetzt kurz speichern. Und dann ist der Part für heute auch schon vorbei. Und beim nächsten Mal geht es mit der Hauptquest weiter. Bei Aegil, nehme ich zumindest an. Ja, nehme ich an. Geht's mit der Hauptquest weiter. Bis dahin wünsche ich viel Spaß mit Videos. Bis zum nächsten Mal. Euer Heli.